Die Börsenminute. Die Macht der US-Notenbank ist schnell erzählt. Die Börse fürchtet sich, dass die US-Notenbank Fed am Freitag die Zinsen um 50 oder gar 75 Basispunkte erhöht und taucht ab. Steigen die Zinsen, steigt der Dollar und fällt der Euro und fallen vor allem auch die Aktienkurse. Zum einen, weil höhere Zinsen die Wirtschaft bremst, weil Haushalte mehr für ihre Wohnkredite bezahlen und sich die Investitionen der Unternehmen verteuern. Vor allem Wachstumsunternehmen mit wenig Eigenkapital müssen ihre künftigen Gewinne teuer finanzieren. Zudem werden alternative Veranlagungsformen zu Aktien, insbesondere Anleihen, wieder attraktiver und die Anlegerherde verlässt das Börsenparkett. Also, wer kein Daytrader ist, der sollte jetzt wegen den Kursrückgängen rund um das Notenbanktreffen im amerikanischen Jackson Hole keine kalten Füße bekommen. Diese Kursbewegungen normalisieren sich wieder. Und wer sich fürs Daytrading interessiert, dem kann ich die Seite von Holger Klein empfehlen. season-trader.com. Eine Tradingstrategie, die er verfolgt, heißt Fed Drift. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass kurz vor Fed-Sitzungen, genau genommen vor FOMC-Sitzungen, Federal Open Market Committee, wo Zinsentscheidungen fallen, die Börsenkurse steigen. Holger kauft deshalb in der Nacht vor FOMC-Sitzungen Derivate, sprich Future-Kontrakte oder CFDs, auf den US-Leitindex S&P 500 und verkauft die Papiere dann wieder 24 Stunden später. Für Daytrading unerfahrene Langfristanleger wie mich ist dies absolut nicht zu empfehlen, weil solche Wetten für mein Risikoempfinden viel zu gefährlich sind. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.